So, willkommen zurück zu Let's Play Heroes of the Storm mit dem neuen Heldenchaos, welches heute rausgekommen ist. Trifft den Gnom. Wie ihr seht, einmal habe ich es jetzt schon gespielt. Momentchen, ich drehe mal kurz mein Ingame-Zone runter. Jo. Und ja, kurz und knapp, ich finde es lustig. Im Endeffekt, man hat auf jeder Seite 5 Chromis. Beide haben nur ihr Q. Und ja, wenn man einen Chromi dreimal getroffen hat, beziehungsweise selber dreimal getroffen worden ist, hat man nur noch sein Ö, um den Gegner ein bisschen zu ärgern und dem Team zu zeigen, hey, da ist der Gegner. Ich zeig's euch. Spielbereit? Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt 2 Videos oder nur eins mache. Also einmal die 3 Fights oder halt beide. Ihr werdet sehen. Ich werde es auch sehen. Dann nachher, später, wenn ich Zeit habe, irgendwann. Und der Ladebalken. Man kennt ihn nicht anders. Warum habe ich so lange kein Hotz mehr aufgenommen? Kurz gesagt, ich hatte keine Lust. Toll, oder? Spellstone wird auch noch ein Video kommen. Heute, morgen. Ja, wahrscheinlich eher morgen. Und dann für Sonntag gibt es ein kleines Video zu Shakes and Fidgets. Ausweichen, bereit machen. Und da fliegen die Viecher. 2, 1 und let's go! Und wieder ausweichen. Einmal sind wir getroffen worden. Insgesamt darf man dreimal getroffen werden. Also der dritte Treffer ist tödlich. So, der erste Tote. Und so sieht das dann aus, wenn man tot ist. Dann läuft man ganz langsam als Geist herum. So, der erste ist down. Und jetzt, wenn man als Geist rumläuft, am besten hinter irgendeinem Chromi sich so festsetzen. Als einzelner Spieler. Ach, da unten rennen sie schon. Ordentlich, dann gehe ich nach oben mit. Ach, sind nur noch 2 da? 3 sind da. 2 sind bei uns im Team. Wo bist du? Da bist du. Leider sind wir selber so geslowt, als wären wir im Sande der Zeit. So, da ist er reingerannt. Angriff. Und der Name einfach nur Player, Spieler. Auch nicht schlecht. Das war die erste Runde. So hat es bei mir aber beim ersten Mal, wo ich offscreen gespielt habe, auch angefangen. Und dann hat mein Team nochmal aufgedreht. Das heißt also nichts. Habe ich das nicht schon einmal gemacht? 5, 4, 3, 2, 1 und go! So, da oben stand da gerade. Steht da scheinbar immer noch. Aua. Den ersten haben wir down. Das Problem ist, ich werde wahrscheinlich auch noch down gehen. Zwei sind down beim Gegner. Ah, da steht er. Der Player. Gegnerische Chromi getötet. Ein Chromi ist übrig. So, 1-1. Ja, ich rede echt weniger, als man es normalerweise tut. Wenn man irgendwas Let's Playt. Aber ich gehe davon aus, dass es sinnvoll ist. Hilft zwar nicht, sieht aber lustig aus. Gegner greift an. Wo greift er denn an? Ach, da greift er an. Ich bleib hier oben.
zum Glück noch weggegangen frühzeitig. Gute Arbeit. Weiter so. So, erster Gegner Shokomi down. Wir selber leben noch. Ein Schuss noch. Und jetzt ist wieder gewechselt. Das Schöne ist, diese Fallen, sag ich mal dazu, haben sogar noch einen sinnvollen Effekt. So, wieder ein Weg. 3-3. Ah, lass mich mal da rein. Ja, schade, nicht geschossen. Weil ich nicht auf den Timer geachtet habe. Hier oben auf den Timer, da muss man ganz arg drauf achten. Einer noch. Entschuldigt, aber das ist der Lauf der Dinge. Ja. Ach, da unten steht das Vieh. Leider nicht genug. Komm! K.O.-Runde. Jetzt sind da die Wirbelstürme, die den Zeimer sozusagen ausdrücken. So, gewonnen. So läuft dieses Heldenchaos. Totaler Tohuwabohu. Man muss Glück haben, nicht getroffen zu werden, weil Ausweichen ist schwierig. Außer ihr habt verdammt gute Reflexe. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Den dritten mache ich doch offscreen. Muss ich weniger quatschen. Und ich finde da, ich mag Chromi eigentlich als Held sowieso nicht. Wöchentliche Belohnung, 150. Hätte ich gerne, will ich haben. Ist das jetzt wirklich die wöchentliche Belohnung oder für die Stufe, die gefordert ist? Ne, 6,25 wahrscheinlich. Ja, für 6,25 gibt es dann die 150. Wie kooperativ um deine Mitspieler? Ach komm, wie kann man da kooperativ sonst spielen? Hm? Passt schon. Ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es dann heißt Let's Play Heroes of the Storm oder halt bei eins meiner anderen Let's Plays. Bis dann, ciao, ciao.